So, es ist endlich soweit. Wir haben Halloween, ja, alle anderen sind feiern und ich bin in der Werkstatt am Schrauben, so wie es sich gehört. Ja, es hat noch eine Woche bis Dark Frost und das Ganze muss sehr fertig werden. So, aber es scheint zu funktionieren. Ich zeige euch jetzt einmal, was ich gemacht habe. Ist klar, Strom von der Batterie geholt, neues Kabel gelegt. Das sieht auch noch richtig schön rot aus im Vergleich zu dem ganzen anderen schmutzigen Zeug. So, das Kabel geht dann hier in den Stecker rein und kommt hier raus. Hier habe ich dann einmal ein, ja, zwei Kabel rausgemacht. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Y-Stück, keine Ahnung. Dann geht das hier in zwei Sicherungen rein. Einmal mit 5 und einmal mit 15 Ampere nennt man das, glaube ich. einfach mal zwei Sicherungen für zwei verschiedene Sachen. Weil ich bin da einfach vorsichtig. Das Ganze geht dann hier in die Schalter. Ja, kann es kurz zeigen. Ja, einmal LED, einmal die Halo Eyes. Halo Eyes habe ich jetzt noch nicht getestet, dafür muss ich die Verkleidung erst wieder drauf sitzen. Auf jeden Fall geht dann einmal das eine Kabel hier durch den ehemaligen Zigarettenanzünder zu der Lightbar. Und halt natürlich das Massekabel wieder zurück. Und das Massekabel geht auch wieder hier rein. Deswegen ist hier ein Dreierstecker. Einmal kommt Strom von der Batterie und einmal geht die Masse von der Leitbar wieder zurück zum Rahmen. Und das dritte, das rote hier, ist einmal dann der Schalter für die Halo Eyes. Das dann quasi einfach hier durchgeht, sich hier aufteilt und dann auch wieder hier in die Richtung der Stecker geht. Deswegen haben wir inzwischen 5 Stecker. Ja, sie gucken, das ist, was ist das? Blinker. Die drei sind Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht und die Halo Eyes. Also großartig, weil alles eine eigene Masse hat und ich keinen Bock hatte, alles miteinander zu verbinden und dann nachher muss man mal irgendwas ändern und muss wieder eine Massekabel rumfummeln, habe ich jetzt halt erstmal alles so zusammengelassen. Genau, und dann natürlich Masse geht hier auch wieder zusammen. Also Masse vom der Leitbar und beiden Halo Eyes habe ich einfach direkt hier einen Rahmen gemacht, weil ich dachte, ist sinnvoll. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob man sehen kann, da ist nämlich auch schon ist nämlich auch schon ein Massekabel von irgendwelchen Sachen am Rahmen, dann dachte ich auch, dann mache ich das neue Massekabel einfach auf der anderen Seite. Dann haben wir halt nicht so viel an einer Stelle. Ja, und jetzt heißt es, den ganzen Krawums, Verkleidung und all das wieder draufzusetzen und hoffen, dass die Halo Eyes auch so gut funktionieren wie die Lightbar. Ach, ich bin schon echt überzeugt. Dann muss ich nachher nur mal im Dunkeln testen, wie viel Licht die macht. Ich habe ja hier eine grüne Folie reingeklebt. Dazu wollte ich eigentlich noch was erzählen, aber ich weiß nicht, ob das Video dann zu lang wird. Vielleicht dann mache ich das ganz am Ende und überlege mir dann, ob ich das noch mit reinschneide oder nicht. Ich habe eigentlich, will ich jetzt hier nicht zu dieser Lightbar wieder ein 20-Minuten-Video machen, weil das guckt doch keiner zu Ende. Wer guckt sich denn 20 Minuten mein Gelaber an für das Einbauen so einer Lightbar? Das ist für jemanden, der Ahnung hat, eine Arbeit von einer halben Stunde und dann wollt ihr noch 20 Minuten Gelaber von mir hören? Ah, ich weiß ja nicht. Mal schauen. Gucken wir mal. So, da bin ich auch schon wieder. Und wie ihr seht, es ist klitschnass. Ja, ich bin dann gestern noch fertig geworden und war dann total begeistert davon, dass Licht und alles funktioniert und bin dann auch im Dunkeln Probe gefahren, habe die Scheinwerfer neu eingestellt, die Leitbar eingestellt von der Höhe, genauso wie bei der KFX. Da muss das auch nochmal eingestellt werden. Und bin auch noch ein bisschen im Dunkeln rumgefahren, um alles zu testen und war total begeistert von dem Licht, dass ich völlig vergessen habe, dieses abschließende Video zu machen. Ja, jetzt haben wir nächsten Tag, schon auch schon wieder abends, weil waren gerade noch zwei Kollegen aus Gelsenkirchen zu Besuch. Mit ihren beiden Kimco-Mexer sind hier gerade noch ein bisschen auf dem Acker rumgepetzt mit vier Quads, also eine Mexer und meine beiden, weil die halt mal ein bisschen mehr Leistung ausprobieren wollten. Und
Ja, haben die jetzt gerade noch mal sauber gemacht. Es ist ein bisschen am Regnen, es nieselt den ganzen Tag schon. Das hält natürlich einen echten Quadfahrer nicht davon ab, von Gelsenkirchen bis nach Münster zu juckeln. Und ja, jetzt habe ich die gerade ein bisschen sauber gemacht. Sehe auch schon, habe schon wieder was vergessen. Und dachte, dass ich jetzt doch mal eben schnell noch mal das Video mache, bevor ich das komplett vergesse. Und ja, hier sind mal die beiden Schalter. Den ersten Schalter, die LED-Bar, die hat schon ordentlich Dampf, wobei ich sagen muss, es könnte mehr sein. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich die grüne Folie da drin habe. Aber dazu erzähle ich gleich noch was. Und natürlich auch hier das grüne Licht. Grünes Licht! Geil! So muss das. Also das sieht richtig Porno aus. Ich werde hier auf jeden Fall noch Bilder einfügen von gestern Abend, wo ich damit unterwegs war. Oh ja, hier so aussieht. Im Dunkeln, so Porno, vor allem die sind auch so hell. Es reicht eigentlich im Dunkeln, wenn man so ein bisschen durch die Gegend juckelt, jetzt nicht im Straßenverkehr, raus, reicht das, damit man was sieht. Und das ist schon cool, so komplett alles grün. Ich meine, kennt das ja vom Kollegen mit seiner Renegade, der hat ja auch vier grüne Ringe drin. Das ist schon echt geil, also ich bin begeistert. Ich hätte auch erst überlegt, hier auch noch zwei kleinere reinzumachen. Aber das hätte dann hier mit der Ecke nicht gepasst und dann hätte ich gucken müssen, dass ich überhaupt welche in der richtigen Größe finde. Und ich sage, ach, das lohnt doch nicht. Die zwei reichen voll. Ich kann noch mal kurz die Zündung anmachen. Moment. So, wenn ich jetzt hier Zündung anhab, dann habe ich ja hier das normale Tagfahrlicht. Und wenn ich jetzt die LED dazu schalte, die sind hell genug, dass es nicht mal stört. Ich hatte schon die Befürchtung, dass wenn ich die LEDs richtig nutzen will, dass ich das Tagfahrlicht abklemmen muss. Aber tatsächlich ist es nicht notwendig. Also die haben genügend Dampf, dass trotz Tagfahrlicht genügend Grün zu sehen ist. So. Und damit ist das Video auch eigentlich schon zu Ende. Was ich jetzt noch erzählen könnte, wenn ich es nicht rausschneide, weil es zu lang ist. Und zwar die Erklärung. Ich wollte noch ein bisschen was hierzu erzählen. Das habe ich in einem vorigen Video schon mal angekündigt und ich habe es irgendwie immer vergessen. Und ja, ist eine lange Geschichte. Ich habe diese Lightbar tatsächlich schon seit 2 Jahren und ich habe sie jetzt das erste Mal verbaut, weil ich sie ursprünglich an die KFX bauen wollte. War halt der Plan, dass sie schön hier vorne auch passend dran kommt, weil die ja auch Curve ist, wenn man mal so guckt. Ich glaube, es kommt im Video gar nicht so gut rüber, aber die ist halt gebogen und die hatte einen LED-Ring, Rand drin. Die war komplett außenrum, war ein LED-Rand, der mit Infrarot über eine Fernbedienung farbverstellbar war, mit verschiedenen Modis, so dieses ganz normale, wie man auch von so LED-Ketten kennt, die man sich irgendwo an Schreibtisch oder sonst wo hinpacken kann im Wohnwagen. Weil ich dachte einfach so als Gimmick, so Feature, dann hätte ich da schön so einen grünen viereckigen Ring drin gehabt mit den Lampen. So alles schön in grün, richtig geil und zur Not kann ich das auch mal in anderen Farben machen oder so. Aber das Ding lag halt sehr lange bei mir rum, weil ich keine Zeit hatte, es einzubauen. Und irgendwann, als ich es dann machen wollte, fällt dann auf, der LED-Ring funktioniert nicht. Und die Garantie war natürlich schon abgelaufen. Heißt also das ganze Ding auseinandergenommen und versucht den Fehler zu finden. Ein Kollege hat mir dabei geholfen, der ein bisschen mehr Ahnung von so Elektronik und so hat. Es war nicht zu retten. Es war einfach kaputt. Es hat nicht funktioniert. Man gibt extra viel Geld auf für eine Curve-Leitbar mit extra schön viel Power und farbwechselnden LED-Streifen drin und es funktioniert nicht. Das Ding war also finanziell eigentlich eine Katastrophe. Weil war natürlich teurer als eine 0850-Leitbar und es hat nicht funktioniert. Und ja, ich habe natürlich dann auch das Ding, also diesen LED-Ring dann ausgebaut und das ganze Ding neu abgedichtet. Und damit man dann halt nicht sieht, dass hier überall von den neuen Dichtungen, die natürlich nicht so perfekt sind wie vom Werk, plus die Löcher, die da drin waren für die Kabel, für den LED-Rand, dass man die halt nicht so sieht, habe ich mir gedacht, okay, was kannst du machen, damit das Ding trotzdem optisch geil aussieht und es nicht so auffällt, dass da schon mal dran rumgewerkelt wurde. Deswegen habe ich hier einfach eine sichtundurchlässige grüne Folie reingezogen,
Die ist jetzt nicht ganz so perfekt undurchlässig, aber ich sag mal, so unter normalen Bedingungen sieht man nicht, dass da irgendwas ist. Dadurch ist sie natürlich auch nicht ganz so hell, wie wenn da keine Folie drin wäre. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man es sehen kann. Aber wenn man da zum Beispiel guckt, na, ich weiß nicht, ob man es im Video sieht. Da, so, wenn man da jetzt guckt, da sind halt die Löcher drin. Da war ein Kabel durch. Und man sieht auch hier da, ne, das geht hier noch. Es gibt da Stellen, die sind noch ein bisschen schlimmer. Sind halt die neuen Dichtungen nicht so perfekt. Und man sieht es halt, wenn die an ist, so ein bisschen. Aber wenn die aus ist, sieht man es dank der Folie halt nicht. Deswegen habe ich da halt ziemlich gute Entscheidungen mitgetroffen, die Folie da reinzuziehen. Und es passt halt optisch, wenn die aus ist. Farblich passt es perfekt zur Verkleidung. Also, war schon eine richtig, richtig gute Entscheidung, was zu machen. Ist natürlich dadurch auch, wenn sie im Betrieb ist, nicht ganz so hell, wie wenn die Folie nicht drin wäre. Aber ich habe es gestern im Dunkeln getestet. Auch wenn ich kein Fan von den Miedescheinwerfern bin, die Miedescheinwerfer plus die LED-Bar, ich stand auf dem Feldweg, abgeerntete Felder, also ich konnte kilometerweit sehen, also kilometerweit freie Fläche. Ich habe das Licht angemacht, ich konnte den Waldrand sehen. Also, ich habe genügend Licht an dem Ding. Damit kannst du echt wirklich nachts im Gelände rumfahren, ohne dir Sorgen zu machen. Da bin ich völlig gut bedient. Das ist absolut kein Problem. Gut, und bevor das Video jetzt nachher noch eine halbe Stunde ist, beenden wir das jetzt auch hier einfach mal. Godzilla.